Guten Abend, die Herrschaften, und mal wieder willkommen zurück zu Emperor. Ja, ich nehme hier eine Folge nach der anderen auf und das freut mich, denn ich habe wieder Lust auf Emperor und freue mich darüber. Und wir haben viele Arbeitslose. Das finde ich zwar nicht so schön, aber irgendwie auch schon. Deswegen könnte ich ja sogar fast schon damit beginnen, den Tempelkomplex hier aufzubauen. So, einfach mal die Hälfte hier wegreißen. Ach, wir haben sogar zwei Tierarten. Nett. So, pop. Einfach, wenn wir es können. So, einfach mal komplett umrahmen. Außerdem hier ein Wachturm hinmachen. So, plupp. Und daneben ein Inspektorturm. So. Damit wir dann noch zwei von den Leuten haben. Ja, schenkt Papier. Finde ich nett. Abspeichern nicht vergessen. So, was brauchen wir denn als erstes? Haufenweise Zimmerleute und einiges an Holz. Was brauchen wir denn insgesamt? Würde ich immer gern wissen. Wir brauchen Holz, Stein, ein Ton. Das lohnt sich voll. Und Erde. Gut. Ton kann ich mir holen. Eins. Wie gesagt, es lohnt sich voll. 30 Holz, also hole ich mir auch Holz. Halt, 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 da. Machen wir einfach 15, so als 16 als Hälfte. Ein bisschen mehr als die Hälfte jetzt. In diesem Fall. Und dann baue ich ganz einfach schon mal einige Zimmermannsgilden hier hin. Plopp, 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 plopp. Nein. Verdammt. Eine Keramikergilde und dabei wegen noch eine Zimmermannsgilde. So. Dann kommt die Maurer an. Da kommen die Freimaurer hin. Die freien Maurer. Die Leute aus Maurach. So. Ich hoffe, das kriegen dann meine Leute noch irgendwie hin. Und wenn ich hier da rumschicke. So, wenn ich die beiden Eingänge blockieren kann, können sie ja nur eins von den beiden hier nutzen. Weil ich sogar eigentlich das hier auch alles blockieren könnte, dann können sie nur noch dorthin. Oh, 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 oh. Ja. Arbeiter nötig kam hier gerade gar nicht. Das können wir auch wegreißen. Das Schiff wieder die Mühle eingestürzt. Was ist denn das? Da, Sperre. Da, Sperre. Es kann auch nicht so schwer sein, einfach dort mal hinzugehen. Da, danke. So, was können wir denn noch geben? Hier, Pum. Ist auch begeistert, dann kann sie uns gleich auch zwei Tiere einfangen. Können wir von irgendwem eigentlich Tee importieren? Ja. Das nehme ich doch mal glatt. Seide kommt ja gleich. Wir weben ja schon fleißigst. Oh, toll.
War Tiere fangen. Ich verkaufe. Diese Tiere sind leicht zu zähmen, wenn man das Talent dazu hat. Wenn man das Talent dazu hat. Fünfundzwanzig brauchen wir noch. Soweit kann ich das noch hier lassen. Tup, 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 tup. Es hat sich voll gelohnt, dass der eine noch dahin hingegangen ist. So, wo gehst du lang? Du holst ja gerade einen Panda. Auch nett. Ist ja auch richtig so. Ich hoffe, die hässlichen zweibeinigen Kreaturen im Palast werden grün vor Neid auf meiner Schönheit. Auf meiner Schönheit? Oh, wie modern. Welch moderner Ausdruck. So, wir können nur Appetit anregend bekommen. Nee, haben, nee, können wir nicht. Wir können auch. Heißen Gott. Hey, hat man ja lange nicht mehr eine Unterbrechung. Ach, was wollte ich machen? Ich wollte. Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Ich hatte eins von den beiden hier geöffnet. Ich weiß es nicht mehr, was ich machen wollte. Stufen. Tee wollte ich einkaufen. Tee kaufen wir bereits ein. Achso, und dann wurde ich unterbrochen. Richtig. Nee, ich wollte Reis einkaufen. Aha. Lackwaffenpapier. Muss ich eigentlich noch eins machen. Verkauft Salz. Ja, das kauft man an sich schon. Nicht an der Treibhand verkauft. Tee. Verkauft Reis. Guang Changchu. Specher. Nee, Changchu. Changchu. Wir werden nicht sterben, wenn wir das eine oder andere wegmachen. Changchu. Ich möchte wenigstens mal hier noch ein. Hier ist es. Warum? Mit Erde verbunden. Ja, aber warum ist hier zum Teufel. Guangzhou, na geht doch. Warum nicht gleich so? Was hat ein so ein verdammter Baum für einen riesen Einfluss? So ein massiver Fels immer so Einfluss gleich gar nicht. So, Reis können wir gleich noch ein bisschen importieren. Ich glaube, wir sollten bei maximal 40 bleiben. Verdammt. Nee. So. Darf doch nicht wahr sein. Mia wird angegriffen. Lasa. Konfuzianismus ist Mittel. Jetzt ist exzellent. Sehr schön. Nö, der kann nichts machen. Der kann auch nichts machen. Gehen wir dem das mal in Hand. So, und jagen wir bitte mal einen Salamander. So, wir haben so viele schöne Arbeiter frei. Da kommen sogar noch mehr Leute. Das freut mich. Mal irgendwelche Gefahren. Ach, da ist eine Sperre. Oh. Wusste ich. Okay, das erklärt einiges. Das klingt voll normal. Kaufen Kohlenhörse. Hörse haben wir gar nicht.
Fällt mir gerade so auf. Captain Obvious. So, haben wir denn überhaupt Potenzial für 40? 1, 2, 3. Da haben wir. Hol dir bitte jetzt sind es Weizen. Jetzt. Jetzt. Ich brauche mal Salz. Oh, ich bin nur zufrieden. Hier. Wahrscheinlich ja, aber ich glaube. Falsches Gebäude. Du musst hier einkaufen. Oh, jetzt müssen Waren geliefert bekommen. Ja, schätzt sie weniger. Entschuldigung. Alter, mich schnell Weberei Papiermühle. Wozu soll man überhaupt Lack importieren, wenn man es nicht mehr verarbeiten kann? Macht voll Sinn. Mal in einem. Ist alle in einem und demselben Haus. Ein und demselben Haus. Finde ich gut. Ich weiß, man könnte es bei weitem effizienter gestalten. Also indem ich, dass wir sonst auch immer alles ausmache, alles anmache und so weiter. Aber ganz ehrlich, nö. Jetzt sind die eigentlich erst auf Stufe 90. Also 90% meine ich. Konfuzius sagte, wer das alte Erd und neues Wissen erlangt, ist bereit ein Lehrer zu sein. Ja, merkt euch das. So, Tai Chi ist zu groß, privater Garten ist ja noch riesiger. Junge. Junge. Pum. Gar nicht attraktiv. Schön. Achso, ja. Und was, wenn ich jedes Mal so in Wohngebiet Mauer mache? Etwas attraktiv. Naja. Sieht auf jeden Fall recht schick aus. Verschwendet mir aber wesentlich zu viel Platz. Nicht zurückentwickeln, scheiß anschreien. Ich hasse es. Wehe, du entwickelst dich zurück. Wehe. Sehr schön. Alle haben alles. Konfuzianischen Akademie. Ey, sag mal. Nur eine verfluchte konfuzianische Akademie hier. Kann nicht so schwer sein. Also ich meine, die haben nicht mal so viele Möglichkeiten, nicht so viel Vielfalt im Gang. Beeindruckend gewesen. Akupunktur hier. Arbeit nötig. Oh mein Gott, nein. Arbeitskräfte. Oh mein Gott, nein, 10 Arbeitskräfte fehlen. Nein. 25 Leute arbeitslos. Ich habe lieber 10 Stellen unbesetzt als 25 Leute arbeitslos. Ganz ehrlich. Ja, wahrscheinlich jetzt köstlich. Nö. Aber halten definitiv das Potenzial dazu. Buddhistisch oder taoistisch? Sag mal, ihr habt doch neben euch dort das ganze Zeug.
Kann doch nicht so schwer sein. Brauch eben hier noch einen hin. Meine Güte. Xivang Mu hätte ich dann lieber eher noch. Deswegen können wir nur einfach mal hier weg. So, haben wir denn noch irgendwen überhaupt nicht gleichgültig? So, du kaufst Tee, dann kriegst du Tee. Du kaufst Lackware, dann kriegst du Lackware. Du kaufst auch Hirse und Weizen, Weizenhammer. Wir haben auch viel Keramik. So, dann du brauchst Seide, Papier und Tee. Papier haben wir auch schön viel. Seide auch. Geben wir dir noch ein bisschen Geld. Seide, Weizen, kauft Holz, mal auch genug, kauft auch Kohl, so, ja, kriegst du ein bisschen Helmut. Hier, mach mal extra eine Mühle, nur für Sojaquark. Damit die ganzen Leute hier nicht die ganze Zeit rumstehen. What the fuck? Ich glaube, ich habe ein paar Sojaquark. Dinger zu viel. So, was ist das? Das ist taoistisch. Da sind wir einfach ein Taoistentempel. Jo. Dort brauchen wir Arbeitskräfte. Das ist eine Lüge. So, wir brauchen jetzt einen verdammten Keramiker. Was holst du jetzt? Ja, ich würde gerne wissen, was du holst. Also, wie viel brauchen wir überhaupt denn noch beim Monument? Holz 4. Bis maximal 4, also. Tschüss, jetzt wieder mal. Danke. Pupp. So. Mehr wird ja zum Glück auch nicht benötigt. Fump. Taoismus ist nur Mittel. Fischo, wo fehlt's denn? Da definitiv nicht. Ich traue mich nicht, einen Ahnenschrein abzureißen. Machen wir doch einfach den letzten Schrein noch aktiv. Das macht dann Sinn, warum denn das nicht so gut lief. So, also ist es genau auf der anderen Seite als dort, wo es benötigt wird, und ja. Können wir irgendwo Lackware vielleicht auch exportieren? Irgendwie nicht, ne? Doch voll in Betrieb. Was haben die denn? Nia wird angegriffen. Ey, sag mal. Ich hab keine Truppen. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine vor, irgendwie zu holen, weil ich hab jetzt meine Arbeitskräfte voll ausgelastet. Weizen verkaufen wir erstmal nicht.
Knorks. So. Sieht schon ein bisschen aufgeräumter hier aus. So, wer verlangt jetzt nochmal? Respekt von... Da, die. Gewürzte Pfannpilze mit Sojaquark. Schön. Haben wir das irgendwann mal? So, hier passen 25 rein. 150. Also 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wenn die jetzt dann auch entwickelt bleiben, schaffen wir es. 145 qualifiziert. 145 qualifiziert. Yay. Wir brauchen noch mehr Bevölkerung. Wo soll ich die hinbauen? Ich glaube nicht, dass ich hier noch was hinbekomme. Also wenn hier noch alle hinkommen, kann ich hier noch ein Haus umbauen. Hier schätzt sie. Ja, zerstört. Ach, leck mich. Ja, ist mir doch egal. Ich wette, das wurde auch so schon geplant, dass es zerstört wird. So, Steuereintreiber, Inspektorturm, Akupunkteur. Steuereintreiber, Inspektorturm, Akupunkteur. Und dann Haus und Haus ist ein Schrein. Ich bin Mitarbeiter, leg mich. Hat jetzt absolut nichts gebracht. Ist schade. Ich könnte höchstens noch versuchen, verzweifelt wie ich bin, noch was hier hinzubekommen. Also, noch ein Haus hier hinzubekommen. Irgendwas bekomme ich schon noch hin, das sieht man. So. Immer noch lieber die Ansicht hier. Da kann ich definitiv nichts hinbauen. Da könnte ich höchstens noch was hinbauen. Und dafür müsste das hier oben auch noch irgendwie klappen. Ja, da möchte ich aber bitte warten, bis der Taoismus auf exzellent ist. Oder auch nicht. So, pop. Wir brauchen Maurer, aber woher soll ich einen Stein bekommen? Stein, Stein, Stein. Liang Chu. Habe ich einen? Ja, habe ich schon. Sehr schön. Wie viel brauchen wir? 14. Haben wir insgesamt nur 14? 15. Na, dann hören wir uns mal 15. Die kann auch Tiere fangen. Ja, toll. 8 haben wir schon gekauft. Na, dann brauchen wir nur noch 15. Komm, Gehirn, spring an. 7. Was war Produktionsvertrag? Münze rein, okay. Schmelzen, Schmelzöfen, Handfelder. Handfelder ist okay. Den Rest brauche ich nicht. Den Rest brauche ich nicht. Pupp, ist fröhlich. 8 Lackmal, der ist fröhlich. Ich
Wurmschuh fordert Allianz, meinetwegen. Holen wir uns noch ein paar Freimaurer ran. Brauchen wir überhaupt noch was? Nö, wir brauchen nur Stein. Sechs Blöcke. Hier steht noch sieben, ne? Nö, sechs. Dann holen wir uns auch nur noch sechs. Ein Stein brauchen wir noch. Ein Stein, der deinen Namen trägt. Ohne mich würden Sie nicht wissen, wo bei einem Stein oben und unten ist. Ja, das haben wir schon mal gehört. Die kommen da gar nicht raus. Das ist doof. Ach, ist fertig. Ich lasse es ganz einfach mal als Arbeitslosenvernichtungsmittel noch da. Wenn ich dann lieber das hier noch ein bisschen eingrenzen würde. So, wir brauchen noch. Hier ist alles voll entwickelt. Ja, alles voll entwickelt. 74 Dorfbewohner. Wir brauchen noch 600. 600 durch 74. 600 durch 8. Und ein bisschen. Das heißt, wir brauchen 9 Häuser. Wir müssen noch irgendwo 9 Häuser hinbekommen. Ganz ehrlich, wir brauchen keine Buddhisten. So hart die Aussage sein ist, klingt. Aber dann nehme ich lieber die Buddhisten weg. Die Taoisten sind mir dann schon lieber. Weil ich meine, was haben wir denn durch die Buddhisten? Bodhidharma. Der nützt mir absolut nichts. Ich habe keinen Zweck für den. Keinen Nutzen. Ja, kriegen wir ein bisschen Salz. So, 1, 2, 3, 4, müssten jetzt eigentlich 74 Leute daraus ploppen, aber lassen wir mal. Warum ich das jetzt gemacht habe, ich weiß es nicht. Ich habe mir wahrscheinlich darunter irgendwas vorgestellt, dass es vielleicht irgendwie besser geht. So, ist das irgendwie so total unattraktiv? Nö, etwas attraktiv reicht völlig. Jetzt habe ich gar nicht nachgezählt, wie viel wir noch brauchen. Noch viel Salz, ne? So. Perfekt, gut, gut. Oh, wir haben ja ganz schön viel Zeug hier rumfliegen. Flupp. Partnerstadt wurde zerstört. Oh. Ja, dann macht es natürlich keinen Sinn. Können wir irgendwen noch überhaupt hier Holz verkaufen? Export? Nia. Dann brauchen wir auch keine Holzindustrie mehr.
Bin ich ehrlich. Export. Salz, Seide. Seide können wir verkaufen. Also haben wir jetzt nicht gerade im Überfluss. Hanf. Nö, Papier können wir auch exportieren. Chengdu. Chengdu ist da. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Chengdu schenkt Gobi-Bär. Das finde ich nett. Will ich nochmal ein Tier fordern? Erfreut, genauso wie von denen. Und wenn die beide nachgeben, dann kriegen wir dann auch unsere 5 Tierchen zusammen. Vor allen Dingen, wenn sie sich mal Zeit nehmen. Als ob ich da eine Wahl hätte, ob ich mir Zeit nehmen kann oder nicht. Oh, hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem und dann muss ich dann auch mal hier speichern und beenden. Also, würde ich sagen, bis dann, haut rein und tschüss.